Ein Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen. Drei Fragen an den früheren österreichischen Bundesminister, Herrn Dr. Werner Fasselabend, heute Präsident des Austrian-Instituts für Europa und Sicherheitspolitik. Einen schönen guten Tag, Herr Präsident. Einen guten Tag auch von meiner Seite an alle Zuhörer. In wenigen Tagen jährt sich die Unabhängigkeit von Slowenien und Kroatien zum 30. Mal vom damaligen Jugoslawien. Sie waren damals Verteidigungsminister. Haben Sie am 25. Juni 1991, den Unabhängigkeitstag, geahnt, wie die weitere Entwicklung in Jugoslawien werden wird? Wir waren darauf gefasst, dass es eine Krise geben wird, anlässlich der Unabhängigkeitsbestrebungen. Wir haben aber eher damit gerechnet, dass es Demonstrationen gibt, vielleicht Verhaftungen etc., aber nicht, dass es tatsächlich zu einem kriegerischen Ereignis innerhalb von Jugoslawien kommt. Und wir haben nicht damit gerechnet, dass eigentlich nach so kurzer Zeit es den slowenischen Territorialkräften, die damals unter dem Kommando des heutigen Premierministers Janez Janša standen, schaffen würden, die jugoslawische Volksarmee zurückzudrängen und aus Slowenien in Wirklichkeit hinauszuwerfen. Im Rest Jugoslawien ging die Entwicklung demgegenüber nicht friedlich weiter. Es waren langwierige Prozesse, um Frieden wiederherzustellen, den kriegerischen Auseinandersetzungen ein Ende zu bereiten. Insgesamt zurückgeblickt auf die 90er Jahre des ehemaligen Jugoslawiens, welche Lehren, welche Erkenntnisse kann man aus dieser Zeit ziehen? Es gibt mehrere. Eine Lehre, die für mich ganz besonders prägnant war, war, dass es ein Dreivierteljahr nach dem Beginn der Krise in Slowenien und Kroatien erst zum Ausbruch des Krieges in Bosnien gekommen ist. Und jeder konnte damals wissen, wenn es dort Krieg gibt, dann wird ein ungeheuer labiles Gleichgewicht zerstört, das irreparabel ist nachher. Und es wäre nach meiner Ansicht wirklich die Aufgabe und Verpflichtung der gesamten Staatengemeinschaft gewesen, das zu verhindern. Dass das nicht möglich war, dass ein ganzer Kontinent nicht in der Lage war, eine Krise eigentlich geringeren Ausmaßes zu verhindern, hat bei mir ganz wesentlich dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, wir müssen eine autonome europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ins Leben rufen und stärken und ausbauen. Europa muss in der Lage sein, solche Krisen zu verhindern. Heute geschaut, wie stabil ist der Westbalkan? Ja, es gibt ein ganz differenziertes Bild, muss man dazu sagen. Wir haben auf der einen Seite nicht zuletzt durch die EU-Mitgliedschaft von Kroatien und von Slowenien eine sehr stabile Situation in diesen beiden Staaten. Wir können sagen, dass auch andere Staaten ein relativ hohes Ausmaß an Stabilität bereits erreicht haben, wie Nordmazedonien. Wir können davon ausgehen, dass Serbien auch in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber wir haben zwei große Instabilitäten. Das ist vor allem Bosnien, wo die Zukunftsfrage noch nicht endgültig geklärt scheint. Und das ist Kosovo, wo es ebenfalls noch Bedarf an Verhandlungen gibt und an Lösungen, die wahrscheinlich alle darauf hinauslaufen werden, dass es nur im Rahmen der Europäischen Union möglich ist, eine wirklich für alle Seiten befriedigende Lösung herzustellen. Das waren drei Fragen an den früheren Bundesminister, an Dr. Werner Fasselabend, heutiger Präsident des Austrian-Instituts für Europa und Sicherheitspolitik. Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihre Antworten. Ja, ich bedanke mich auch auf das Allerherzlichste für dieses Gespräch. Und ich bedanke mich überhaupt auch bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Wien und bei Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesministerin außer Dienst,
für die wirklich ausgezeichnete Kooperation zwischen unseren Instituten. Vielen Dank.